Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute haben wir das Vorschauvideo zur Gemeinschaftsaktion von Genshin Impact und Sanjing Dui Museum. Und das beinhaltet einen Trailer und ich habe gehört, dass der richtig cool sein soll. Und deswegen gucken wir uns den mal zusammen an. Der geht 3 Minuten lang. Von Rex Lapis Reisen durch Land und Meer und Betrachtungen über das Universum haben die Geschichtenerzähler schon unzählige Male erzählt. Nachdem ein bestimmter Zuhörer diese wundersame, traumähnliche Geschichte gehört hat, schenkt er sich eine weitere Tasse Tee ein und scheint in Gedanken versunken zu sein. Und ja, gucken wir uns auch mal oder hören wir uns auch mal die Geschichte an. Ich weiß nicht, inwiefern da wirklich was erklärt wird zu dieser Kollaboration. Also im Hoyolife habe ich da tatsächlich jetzt keine weiteren Infos gefunden. Gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt. Und da trinkt er seinen Tee. Of his dreams. One such dream led him to a most mysterious realm. Intriguing, he said with a smile, then strode forth assuredly into the veil of mist. Damn, die Musik ist so gut. A bird song rang out in the darkness, gazing afar. Rex Lapis saw okay, das sind die Sachen wohl von dem Museum. Wow. To its side stood a mighty envoy, whose very appearance inspired awe. Standing Seitenstatuen sind echt geil. It was at that moment that the clouds parted. The brilliant sunlight shone down upon the land. Die Musik ist so gut. Gave out a joyous cry. The ceremonial site was lined with many rare masks, their eyes and ears strained, their noses sharp and jaws strong. Perhaps watching, listening, so as to protect the creatures of the land. As the sun set, the villagers lit their fires and smoke began to rise. A joyful sight met his eye of people who sat around the hearth with peace in their hearts. Rex Lapis knew it to be a dream, yet he was glad das Outfit ist so cool. To behold this humble but merry scene. Das sieht richtig cool aus. So he raised a leaf to the skies and blessed the land with fair winds, gentle rains, peace and prosperity. Thousands of miles fly by in a dream, and a thousand years like a racing steed. Thus was the wonder that Rex Lapis encountered in this dream. Well, Mr. Zhongli, how would you rate my latest work? Most interesting. Your tale would suggest that Rex Lapis possesses the ability to travel through dreams. Also ich kann durch Träume reisen, sagt er. See why not. I see. Ancient sites are home to many a mystery. This place you speak of certainly invites fascination. Should I find myself unoccupied, I'd like to go see it personally. Also er redet quasi von dem Museum. Aber was gibt es denn dort? Ist denn dann da eine Genshin Impact Ausstellung? Damn, das Museum sieht hammer geil aus. Also gibt es da auch Genshin Impact Sachen oder ist einfach nur ein Museum? Okay, da sind diese Statuen, diese Masken ausgestellt, okay. Das sieht nach Genshin Impact aus. Oder auch nicht. Das war's? Oh. Ja, es fehlt so ein bisschen die Erklärung, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ich meine, ich wohne nicht in China, davon abgesehen, also ich kann da jetzt sowieso nicht hingehen. aber grundsätzlich auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze. Ich finde es generell heftig, wie viel Kollaborationen sie generell mit dem Spiel haben. Also ich meine, die haben ja mit Orchestern in Wien und Deutschland und Chore und in Paris Ausstellungen, Museen und also sie machen so viel weltweit, das ist wirklich crazy. Und ich meine, selbst wenn das jetzt mehr, also weniger der Fokus dann vor Ort, also ich vermute mal, von dem, was man jetzt gesehen hat, wird der Fokus eher nicht auf Genshin Impact, sondern auf wirklich den
Artefakten aus der Geschichte sein. Was ich aber auch gut finde, weil im Endeffekt sagen sie halt quasi, yo, guckt euch das mal dort an. Und ich meine, irgendwas mit Genshin Impact wird es dort 1000%ig geben. Und wenn es nur Merchandise im Gift-Store ist oder so, ist ja egal. Trotzdem coole Sache auf jeden Fall. So echt nice. Ich liebe auch diese Videos einfach. Ich liebe mir diese Videos anzugucken, diese Animationen. Die Musik, es ist einfach so gut gemacht, kann man nicht sagen. Die Synchronsprecher, Zhongli Synchronsprecher vor allem richtig gut. Also passt super zum Charakter und so. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier unten wird über den Skin geredet, ja. We need this skin for him. Keine Ahnung, woher das hier kommt, ehrlich gesagt. Aber ich würde eher sagen, den Skin mit der Kapuze, der wäre richtig geil. Würde ich mir wahrscheinlich nicht holen, aber würde extrem cool aussehen. Ne? Also ist auf jeden Fall aus Memphis Wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Oh no. Ja, auf jeden Fall cool. Ich dachte mir, der ein oder andere von euch hat es vielleicht nicht gesehen. Und ja, wenn ihr mal in Zhangxing Dui seid, geht zum Museum. Beziehungsweise das Museum heißt so. Ich weiß nicht, ob der Ort auch so heißt. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Aber das Museum heißt auf jeden Fall so. Wenn ihr mal in China seid, könnt ihr ja vorbeischauen. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.